Herzlich willkommen zu Sam, Soul and Mind, einem neuen Gespräch mit Clemens. Herzlich willkommen, Clemens. Hallo, Sam. Der Mann aus dem Wald ist wieder bei mir. Heute sprechen wir über Partnerschaften und mein Lieblingsthema, die Liebe. Einmal noch kurz vorweg für die Zuschauer. Wir haben ja einiges an Resonanz bekommen über E-Mail, Postweg und auch als Kommentare. Das, was Clemens und ich hier so besprechen, das ist als Impulsgebung für Freunde auf dem Weg zu sehen. Wir haben da keinen Anspruch auf, wir sind da Super-Experten, sondern es sind Themen, die dich durch deine Ausbildung und mich über Jahre begleiten und wir möchten einfach nur die Hand reichen. Also keinen Anspruch auf irgendwas. Jetzt aber, Bühne frei, Partnerschaft. Mhm. Ein spannendes Feld, gerade in Zeiten wie diesen. Mhm. Und das ist nicht nur die Ausbildung, das ist auch die Lebenserfahrung, weil wir haben alle sicherlich krasse Erfahrungen gemacht und dadurch gelernt, was nicht funktioniert. Ja, und die Frage ist, wie funktioniert Partnerschaft? Ja. Und das ist gerade in dieser Zeit auch sehr wichtig, zu sehen, dass viele Menschen in gerade in der Klemme stecken, Lockdown. Die Paare hängen zusammen in der Wohnung, es entsteht Reibung, man kann sich nicht aus dem Weg gehen und dann kommen alte Sachen kochen hoch und dann kracht es. Und das führt ja auch hier und da, wie man liest und hört, zu Gewalt. Mhm. So, und die Frage ist, wie kann man das durchbrechen und wie kann man das anders sehen? Mhm. Und verrückt ist es, finde ich, dieses wichtige Thema Partnerschaft lernen wir nicht in der Schule. Nein, da kriegen wir so andere Bildchen auf unserem Weg zum Erwachsenwerden. Jetzt bekommen diese Bildchen unsere Kinder. Mhm. Das ist nochmal verschobener, als das für uns schon war. Mhm. Und dann geht es eigentlich um Erfahrungen sammeln, neugierig sein, mhm. Aber so richtig mit... So kann es toll funktionieren, bekommt man im besten Fall aus einem intakten Elternhaus. Mhm. Aber oft ist ja auch, dass die Eltern noch geübt haben, als man selber klein war. Ja. Gerade die Nachkriegsgeneration, da gab es sehr viele Brüche und Traumatisierungen, die dann mit weitergetragen wurden, systemisch weitergetragen wurden an Kinder, Enkel und so weiter. Man sagt, dass solche Lasten 7 Generationen im System sind, bis sie sich aufgelöst haben. Es sei denn, wir gehen aktiv daran und lösen diese alten Sachen auf, zum Beispiel mit Familienaufstellungen. Mhm. So. Dazu hatten wir ein Video gemacht. Genau. Ja. Aber stellen wir uns mal vor, wir würden das Thema Partnerschaft und Liebe, weil für mich, gut, Liebe steht über allem, ja. Mhm. Das kann man auch nochmal differenziert betrachten. Ich rede dann nicht von der romantischen Liebe von Romeo und Julia. Mhm. Aber wir nehmen mal an, wir nehmen dieses Thema in die Schule und würden sagen, es gibt jetzt ein halbes Jahr lang Partnerschaftsunterricht. Mhm. Wie würdest du als Lehrer Clemens so ein Fach aussehen lassen? Ja, vielleicht würde ich den Kindern erklären, dass es für eine Partnerschaft etwas als Basis braucht, und zwar Werte. Und die 3 wichtigsten Werte für eine Partnerschaft, sage ich, ist Liebe, Vertrauen und Respekt und Achtung. Und das sind interessante Dinge. Stell dir vor, du sprichst mit deinem Partner und du möchtest wissen, wo du stehst und fragst ihn, liebst du mich? Dann wirst du vielleicht sagen, ja. Vertraust du mir? Da kommt dann vielleicht schon mal ein Fragezeichen. Und respektierst und achtest du mich? Und da kommt dann vielleicht auch ein Fragezeichen oder keine klare Antwort. So, was man jetzt machen kann, ist herauszufinden im Gespräch, wo hakt's bei dir, was das Vertrauen angeht. Mhm. Ja, und das können wir vielleicht gleich noch mal ein bisschen
tiefergehend anschauen. Oder ich würde sogar, ich bin jetzt neugierig, also ich würde direkt gerne reingehen, wenn das für dich stimmig ist. Okay. Ja. Vertrauen. Ja, das Thema Vertrauen, das wird von uns, glaube ich, falsch oder nicht funktionierend betrachtet. Vertrauen nehmen wir sozusagen vielleicht als Werkzeug oder als Waffe, indem ich meinem Partner sage, ich vertraue dir nicht. Du musst was tun und du musst was ändern. Mhm. So, ich benutze das mangelndes Vertrauen als ein Werkzeug, um einen anderen zu verändern. Und okay. Der muss dann sozusagen meinem Maßstab von Vertrauen hinterherlaufen. Verstehst genau, du? Wo ja, ich kann dir folgen. Ich versuche gerade innerlich abzugleichen, ja. Habe aber die ganze Zeit meine Antwort als, wenn ich nicht volles Vertrauen habe, und da würde ich bei mir anfangen, in mich, um das in die Welt zu geben, entsprechend in meinen Gesprächspartner, in meinen Lebenspartner, in meine Kinder zu haben, dann kann das ja gar nicht funktionieren. Ja. Also das wäre jetzt meine Antwort. Darum versuche ich abzugleichen, wo ich da einhaken kann. Wenn du sagst, es gibt Menschen, die benutzen dieses Spiel mit dem Vertrauen, um dann manipulativ den Partner zu lenken. Genau, ja. Vertrauen funktioniert für mich so ähnlich wie das Thema Liebe. Im Sinne von, das hatten wir vorher noch als Erwähnung dieses Buches, liebst du dich selbst, ist es egal, wen du heiratest, sozusagen, beim Vertrauen auch. Das Vertrauen erarbeite ich mir selber. Und ich habe mich damals auf den Standpunkt gestellt und entschieden, ich werde in Vertrauen leben. Mhm. Und wenn man das tut, dann kommt man immer wieder an Punkte, wo das strapaziert wird und wo dieses Vertrauen in Frage gestellt wird. Okay, da kann ich... Dass ich ins Leben setze und auch in den anderen Menschen und die Menschheit sozusagen. So, und dann ist es meine Aufgabe, nachzuregulieren und zu schauen, was brauche ich selber, um wieder ins vollkommene Vertrauen zu kommen. Ich könnte jetzt ein Beispiel bringen aus einer Freundschaft, aus... was ja auch eine Partnerschaft im weitesten Sinne ist. Ja. Ich schenke also Vertrauen, weil also ich, Sam, bin ein Mensch, der mit einem Vertrauensvorschuss für die Menschen in die Welt geht. Ja. Ich habe so einen Urglauben in mir, dass es alles gut ist. Mhm. Und wenn sich was anderes zeigt, dann darf ich was lernen daraus. Mhm. So mit diesem offenen Herzen und offenen Geist begegnen wir uns, oder ich dann eben X, als in einer Freundschaft und werde dann enttäuscht, weil schlechte Rede hinter meinem Rücken geübt wird oder Verabredungen und Dinge, die abgemacht wurden, nicht eingehalten wurden. Also das sind Kleinigkeiten, Verabredungen nicht eingehalten, aber massive Störungen, die dann in dieser Freundschaft kommen. Dann kann ich bis zu einem gewissen Grad immer noch vertrauen, 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 guck mir die Situationen an und überlege, was da ist. Und irgendwann entscheide ich dann gut, genug gelernt. Mhm. Dann bin ich so verletzt, ich gehe dann in den Rückzug. Mhm. Alle guten Wünsche, auf Wiedersehen und fertig. Mhm. Bedeutet aber nicht, dass ich das Vertrauen abschneide zu anderen Menschen. Ja. Verstehst du? Ich würde vielleicht jetzt, ist ein bisschen spitz, finde ich, vielleicht unterscheiden zwischen Rückzug und Abgrenzung. Mhm. Weil Rückzug bedeutet, dass ich irgendwann mit dem Rücken an der Wand stehe und mich nicht mehr bewegen kann. Mhm. Aber ich kann mich in Liebe abgrenzen und sagen, hier ist meine Grenze und ich möchte nicht, dass sie überschritten wird und ich überschreite sie auch nicht. Nichtsdestotrotz, da noch einmal kurz rein, gebe ich dir recht, dass ich dann im Herzen... also es läuft bei mir natürlich alles auf Herzebene, wirklich auch sehr traurig und verletzt bin und dann guck, wie kann ich da in Heilung kommen für mich und dass ich eben dieses Vertrauen, dieses Hach in die Welt auch wieder in 100% Kraft habe. Ja. Also das ist wichtig, sich anzuschauen, wo man traurig oder verletzt ist, also vor allen Dingen verletzt ist,
weil man dort dann auf ein altes Muster stößt. Mhm. Und das kann man auch ausgraben und schauen, was war das, was mich damals hat diese Haltung einnehmen lassen, diese Lebenshaltung ein. Und jede dieser alten Lebenshaltungen, die nicht funktionieren sozusagen, führen uns irgendwann an eine Grenze, an einen Stopp, wo plötzlich vielleicht Kommunikation nicht mehr funktioniert und wir nicht wissen, was passiert ist. Mhm. Ja. Gut, aber wir wollen ja nicht über mich sprechen, sondern über Partnerschaften und unseren Zuschauern gerne ein paar gute Gedanken mitgeben. Ja. Also wir sind bei den drei Werten gewesen an unserem Schulunterricht und waren jetzt beim Vertrauen. Ja. Das im für mich ist das A und O. Ja. Nur wenn ich in vollem Vertrauen bin, kann ich auch in voller Liebe sein. Ja. Oder? Ja, korrigier mich gerne. Ich würde den Gedanken jetzt nicht ablehnen. Ich betrachte die Dinge gerade getrennt und wollen wir auf Liebe gehen? Fühl dich frei. Hier gibt es ja keine Regeln und Gesetze, die machen wir ja selber. Wir sind selbst unsere Chefs. Ja. Es fällt mir dann leichter, so diesen Faden zu folgen. Alter. Das Thema Liebe ist auch falsch gesehen. Was ist Liebe eigentlich? Liebe ist vielleicht nicht das, wo es, wenn man plötzlich, als man die Frau seines Lebens trifft und es knallt und Bomben und die Glocken läuten und so weiter. Ich glaube, dass wir das als Liebe interpretieren. Vielleicht ist es sogar so, und das ist vielleicht ein sehr unromantischer Gedanke, vielleicht ist das sogar so, dass so etwas passiert, wenn zwei Menschen mit kompatiblen blinden Flecken oder Traumatisierungen aufeinandertreffen. Mhm. Ne, plötzlich denkt oder glaubt irgendetwas in mir, oh, da ist der Mensch, der alle meine inneren Defizite ausgleichen könnte. Man denkt da so nicht, aber vielleicht ist das so, dass angetriggert wird ein tiefes inneres Defizit, zum Beispiel an Liebe. Mhm. Ja, und da sieht man dann plötzlich jemanden und dann macht das Peng und der sogenannte Spiegel. Und man weiß ja, dass dann diese Phase so ungefähr 3 Monate dauert, bis das dann so wieder abflacht und in die Normalität geht und so weiter und stellt sich dann die Frage, was war das jetzt? Mhm. Ja. Und wie eben schon gesagt, Liebe. Also was ist Liebe dann tatsächlich? Ich hatte das Gespräch ja schon mal mit einem männlichen Gast, ein etwas älterer Herr. Ja. Und da haben wir das I weggemacht und Lebe davon kreiert. Ja. Also eine Lebendigkeit. Ja. Freude. Ja, Lebendigkeit, also vorstellbar wäre, dass Liebe eine hochfrequente harmonische Energie ist, die in uns einströmt. Mhm. So, und so ist dann vielleicht unsere Aufgabe, unser inneres Tor für diese Energie zu öffnen. Mhm. Und dieses Tor ist auch geschlossen durch Traumatisierung und durch schlechte Erfahrungen, die wir gemacht haben, durch schmerzhafte Erfahrungen, haben das Tor immer weiter zugemacht. Und vielleicht dürfen wir jetzt anfangen, dieses Tor wieder aufzumachen. Auch auf die Gefahr hin, dass wir uns verletzlich machen. Da kommt dann wieder Vertrauen ins Spiel als Gedanke. Dritter Punkt. Respekt und Achtung. Das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Wenn ich zuhöre, wie Menschen miteinander umgehen, nicht nur Paare, sondern besonders auch Eltern mit Kindern oder Chef und Angestellter, höre ich heute die manchmal auch sehr feinen, respektlosen Untertöne und frage mich, was geht da? Und hier auch Respekt und Selbstrespekt.
wie wurde mein Selbstrespekt und meine Selbstachtung angeschossen und beschädigt und wodurch? Und klar, kommen da viele Sachen aus der Kindheit hoch. Das ist ja die Prägephase. Ja, die Prägephase, genau. Und da übernehmen wir sehr viele Dinge auch ungeprüft, ungefiltert in unser System und denken so, unsere Eltern sind Vorbild für unsere Art, wie wir Beziehung sehen. Mhm. Wie wir uns auf die Menschen beziehen. Ja. So, und dann können wir auch da hinschauen. Also, diese drei Punkte, Liebe, Vertrauen, Respekt und Achtung als Säulen, als der Säulen einer glücklichen Partnerschaft. Diese drei Punkte dürfen angeschaut und hinterfragt werden und bestenfalls im Dialog mit dem Partner, dass man sich darüber austauscht, wie siehst du das, wie siehst du mich dort und was fehlt dir? Mhm. So, und dass man das gegenseitig miteinander, nicht gegenseitig, miteinander bespricht und versucht aufzulösen. Dass man dann zum Beispiel aus unterschiedlichen Standpunkten eine Synthese macht, ne, mit der man dann gemeinsam einfach weitergehen kann. Ne? Mhm, genau. Und dann gibt es noch einen vierten Punkt. Ey, ja. Ja, weil... den Joker. Wenn, ja, das ist der Joker für den Partner. Super. Wenn ich hier sitze, ich bin in Partnerschaft, darf ich meine Partnerin lieben? Aber was ist mit den anderen? Mhm. Wenn Liebe aber eine universelle Energie ist, dann ist die ja nicht, muss die nicht auf den Partner begrenzt sein. Und so könnte ich jedem Menschen sagen, ich liebe dich. Mhm. Und für meinen Partner ist das in Ordnung. Mhm. Das hat nichts mit Sexualität zu tun oder sowas. Sondern ich kann jeden Menschen so lieben. Und ich darf jeden Menschen so lieben, also dass ich ihm meine Liebesenergie gebe. Was ist dann der Unterschied zu meinem Partner? Das ist die Wahl, dass dieser Partner meine Nummer eins ist. Die bewusste Wahl. Dieser Partner ist meine Nummer eins. Diese Wahl habe ich getroffen und diese Wahl halte ich ein. Das ist dann die Verabredung. Das ist meine innere Selbstverpflichtung. Ich bin gerade so schweigsam, weil ich es wirklich gerade versuche aufzunehmen und ich finde es super Joker. Mhm. Weil auch so mutig zu sein, zu sagen, ich darf ins Feld geben und sagen, ich liebe dich. Ja. Denn das ist ja oft auch eher in Zurückhaltung. Man sagt es, glaube ich, viel zu wenig. Ja, weil es auch heute oft falsch verstanden wird. Mhm. Vielleicht sollten wir dann noch einmal das Thema Liebe wirklich nehmen und hier vor uns hinstellen und nochmal die verschiedenen Facetten der Liebe einfach beleuchten. Können wir versuchen. Denn ich habe ganz viele Jahre damit zu tun gehabt. Ich sag's jetzt mal ein bisschen frech. Wie geht denn dieses Scheiß-Selbstliebe? Ja. Wie geht denn das? Ja. Wenn die da in den Büchern immer schreiben und dann lieb dich selbst und dann ist alles in Ordnung. Ja. Ja, was denn? Wie denn? Ja. Ja, wie denn? Wie? Ja. Wie denn, Clemens? Ja, was ist Selbstliebe? Genau. Ich glaube, Selbstliebe ist die Energie der Liebe aus dem Universum, vielleicht auch, kann man sagen, die göttliche Liebe, ungehindert einströmen zu lassen und das zu fühlen. Aber was es auch wiederum verhindert, dass wir das fühlen können, ist, dass wir da ein Trauma, einen traumatisierten Einschlag haben, durch den wir gelernt haben, dass wir nicht geliebt sind, zum Beispiel. Mhm. Genau. Also es geht rundherum um das Thema, wie räume ich in mir selber auf? Da können wir dann einmal noch die Charaktertypologien vielleicht erwähnen. Ja. Finde ich ganz spannend, das Feld. Also wirklich sich auch einmal dem zu widmen, was ist
möglicherweise schon im Mutterleib passiert bist, also auch mal mit seinen Eltern, wenn das möglich ist, noch zu sprechen oder mal in die alten Geschichten zu gehen. Also wer so richtig Interesse hat, seine Zwiebelschichten zu schälen, ja, der tut sich damit einen Gefallen. Und dann geht es ja ungefähr so bis 7, 8 Jahre. Da sind ja ganz viele Prägephasen passiert, im Kontakt mit den Eltern zu beobachten als Kinder, wie gehen die Eltern miteinander um. Ja. Dann sind ganz wichtig auch tatsächlich die Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner und die Lehrer, die man dann hatte. Und da kann man schon auch ein bisschen noch Nachforschung betreiben. Aus eigener Erfahrung kann ich dann sagen, ich habe mich mit dem Thema Selbstliebe dann so erstmal angenähert für mich, dass ich mir erstmal Gutes getan habe. Wenn ich halt Lust hatte, ich gehe jetzt einen Kaffee trinken mit mir selbst, weil ich irgendwie Lust habe, in dem Café zu sitzen, dann mache ich also wirklich so ganz kleine Schritte. Ja. Bis ich jetzt sagen kann irgendwie, ach, das Leben ist so toll, ich freue mich. Jetzt dürfen es auch 2 Kaffee sein. Jetzt kann ich auch eine ganze Kanne. Ja. Nein, und jetzt gönne ich mir ein Gespräch mit dir und jetzt gönne ich mir viele andere Dinge und kann das nur bestätigen mit dieser universellen Energie, die, das Ganze ist Liebe. So würde ich es jetzt. Vielleicht ist ja diese Energie der Liebe das Gleiche, was wir als Prana bezeichnen oder Äther oder Friel oder es gibt 1000 Namen dafür. Also Lebensenergie einfach. Ja, genau. Da nehme ich auch total gerne, wenn Kommentare geschrieben werden sollen oder, also ich wünsche mir Kommentare, so jetzt bin ich mal ganz konkret, von Ideen, wie unsere Zuschauer Liebe sehen, empfinden, beschreiben würden. Vielleicht können wir da dann sogar nochmal irgendwann einen Ansatz finden und mal ein neues Gespräch nur dazu machen. Einmal noch zurück zu unserer Schulklasse und den 3 Punkten. Also würdest du Kindern und Jugendlichen unbedingt vermitteln wollen, diese 3 wichtigen Werte, diese Punkte? Und dann aber auch natürlich das Allerwichtigste aus meiner Sicht, die Wachheit und Bewusstheit. Ja. Also das Wahrnehmen. Ja. Die Selbstwahrnehmung. Ja. Und das Wahrnehmen meines Gegenüber dann. Ja. Und das könnten dann die Jugendlichen wunderbar in der Klasse schon mit den Sitznachbarn üben. Ja. Und das Feld, das diese Kinder dann brauchen, ist ein Feld auch von reiner Liebe. In dem sich das dann manifestieren kann. Dass sie es verstehen und dass sie auch einen sicheren Rahmen und Raum haben, um damit arbeiten zu können. Für unsere Erwachsenen, die jetzt gerade vielleicht in einer schwierigen Situation immer noch im Lockdown sitzen, sich in schwierigen Partnerschaften befinden, das habe ich dir vorhin auch gesagt, ich finde es gar nicht so einfach, auch eine lange Partnerschaft zu halten auf einem Augenhöheniveau. Ja. Und vor allen Dingen braucht es ja die Wachheit von beiden Partnern. Ja. Es nutzt ja nichts, wenn sich ein Partner auf den Weg macht, viel studiert und auch an sich selber natürlich übt und sich verändert. Das heißt ja immer, verändere dich und dann verändert sich. Irgendwann ist es vielleicht einfach nicht mehr kompatibel. Ja, es gibt, was diese Veränderung, die man selber initiieren möchte, Grenzen. Das hängt mit der Schwere der Blockaden zusammen, weil je näher ich einer Blockade komme, umso mehr wehrt die sich selber, aufgedeckt werden. Mhm. Ja, und das kann Gefühle von Angst und Panik hochbringen, wenn man an diese Dinge herangeht. Aus solchen, ich glaube, aus solchen Punkten, wenn man diesen nahe kommt, entstehen dann auch Übersprungreaktionen, wenn zum Beispiel ein Mann oder vielleicht sogar eine Frau gewalttätig wird und die Hand ausrutscht oder es vielleicht noch schlimmer ist, wo dann jemand die Sicherung durchbrennt. Also darf man sich auch ruhig Hilfe holen, Unterstützung, sich begleiten lassen. Ja. Man darf aber auch feststellen, wenn die eigene Entwicklung so voranschreitet und der Partner vielleicht auch gar nicht auf die Ebenen mit möchte, dass irgendwann ein Stück Weg vielleicht auch zu Ende ist. Ja. Das hatten wir ja vorhin auch, dass man ja sonst irgendwann selber sich einsperrt in dieser Partnerschaft und sich selber gar nicht weiterentwickeln kann, ne? Und sicherlich werden viele Partnerschaften auseinandergehen,
was man vielleicht dann noch wertfrei betrachten darf. Dann ist halt die Zeit dafür abgelaufen. Aber ich glaube, es geht auch, die Entscheidung zu treffen, okay, das ist jetzt gerade voll an der Grenze, aber ich versuche es nochmal. Mhm. Und sowas würde ich sehr respektieren, auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo ich gescheitert bin, sehr respektieren, es nochmal zu versuchen und sich nochmal zu bemühen, in die Selbstreflexion, auch in das Mitgefühl für den anderen zu gehen, auch wenn ich mich angegriffen fühle. So, und dann möchte ich nochmal den Gedanken mit reingeben, alles, was mich von einem anderen Menschen trennt, kann nicht der Wahrheit entsprechen. Mhm. Also wo finde ich in mir selber den Punkt, wo ich mich selber belüge und wodurch ich mich von dem anderen abtrenne. Mhm. Und genau. Ich glaube, wenn man es durch so etwas durchgeschafft hat, zu zweit, dann hat man eine höhere Stufe erreicht, auf der es dann viel mehr Freude bereiten kann, weiterzumachen. Und ich glaube daran, dass es eine lebenslange, innige Partnerschaft in tiefer Liebe gibt. Mhm. Ja, und das wäre so schön, wenn dieses Gefühl und diese Idee, die ja so als großer Wunsch eigentlich in jedem schlummert, ja, also als junges Mädchen wartest du immer auf den Prinzen, auf dem Schimmel und den einen mit dem für immer und so weiter. Und ich glaube, Jungs geht's fast nicht anders. Sie wollen auch ihre Prinzessin finden. Ja. Und ich finde es schön, ruhig diesen romantischen Gedanken zu halten und dann vielleicht so transformieren zu können, dass die Punkte, die wir gerade hatten, diese Werte und ein gemeinsames Kreieren von, weil ich glaube, das verbindet, ja, ob es der Nestbau ist, ob es ein gemeinsames Projekt ist, wie auch immer das dann aussieht, dass diese Verbindung auch tragen kann. Ja. So, und ich glaube, mit diesem romantischen Gedanken und diesem Wunsch können wir es für heute so lassen, oder? Bist du damit d'accord? Na klar. Super. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich danke dir auch. Wir schwelgen gleich noch ein bisschen ohne Kamera in Liebe. Also, ganz viel Liebe in die Welt mit einem Lächeln.